Diesmal wurden wir vom Ghost Hunter Team Bavaria zu einer in der bayerischen Oberpfalz gelegenen Burg eingeladen. Heute sind wir hier auf Burg Daggestein, hier im bayerischen Vilseck. Wann die Burg erbaut ist, das ist nicht so ganz klar. Urkundlich erwähnt ist sie aber im 12. Jahrhundert. Eine Urkunde aus dem Jahr 1205 erwähnte einen Megala aus Daggestein. Im 15. Jahrhundert wurde die Burg dann zur Wasserburg umgebaut. Ja, die Geschichte, da gibt es natürlich sehr viel zu erzählen. Eine Burg hat immer viel Geschichte. Es war so, dass um 930 hier an dieser Stelle schon mal ein Pfahlturm gestanden sein soll, aus Holz mit einem Wassergraben außenrum. Und erst um 1200 ist dann dieser erste Turm aus Stein entstanden, man hat ihn später aufgestockt und so nach und nach Gebäude dazu gebaut, bis der Bering entstanden ist. Wir waren ein wichtiger Stützpunkt an diesem Trassenband der Goldenen Straße. Und unsere Burg war mehr eine Lagerburg, also nicht so eine Kampfburg, die sich verteidigen musste, sondern drüben im Zehentkasten wurde der Zehent gelagert und nebenan im Palast hat der Burgherr gewohnt, der vom Bamberger Bischof eingesetzt worden ist und der hat das alles kontrolliert. Ja, wie fast bei jeder Burg gab es auch tatsächlich Unruhen und ist auch schon mal zerstört worden. Oder Ritterpflug und Selwitz, die Zechgenossen des Götz von Berlichingen waren mal hier, haben unten in der Torhalle unseren Torwächter überlistet, mit List und Treubruch hat es geheißen geschichtlich, und wollten unsere Burg niederbrennen, haben sie ausgeraubt, ausgeplündert, aber es ist ihnen nicht ganz gelungen, ist trotzdem noch stehen geblieben, Gott sei Dank. Die Kapelle. Viel ist nicht mehr übrig, was man aber noch sieht, ist der Chor bzw. auch das Bo, wofür der Altar gestanden ist. Das hat sich auch verändert. Ursprünglich war die Kapelle hier. Das war der kleine Turm. Da oben sieht man noch die Löcher vom ehemaligen Dach. Und 1200 war wirklich nur dieses Geschoss da oben drauf. Im 14. Jahrhundert kam dann die Leiter und Stock darüber. Ja, also so klein war der Raum und hier war der Altar. Ja, das ist ganz interessant, weil heutzutage, wenn man irgendein Gebäude nicht mehr brauchen kann, reißt man es weg. Früher war das anders. Man hat gesagt, ja, den Raum kann ich jetzt nicht mehr so nutzen, hat man den zugemauert und hat einfach das anders genutzt. Und so war es hier tatsächlich auch. Bei der Sanierung 2001 hat man drei Bereiche wieder freigelegt, die vorher komplett verschlossen waren. Unter anderem unten die Torhalle, denn die ist eine Zeit lang als Kerker genutzt worden. Bei uns im Volksmund das Bärenloch. Oder ja, wir haben auch Arrestzellen vorne. Es hat sich also wirklich einiges auch baulich verändert und auch von der Nutzung her verändert. Ab dem Jahre 1552 wurde die Burg dann hauptsächlich als Getreidespeicher, aber auch als Gefängnis genutzt. Franz Troglauer, ein Banditenführer, wurde hier für mehrere Jahre gefangen gehalten. Wir haben auch so ein Geleit gehabt, wo fange ich da an? Also es gab natürlich auch mehrere Galgen und so weiter, aber jetzt zum Beispiel der Troglauer, da haben wir ja anfangs noch drüber gesprochen, der ist jetzt in Amberg zum Beispiel, nach Amberg übermittelt worden, und der ist in Amberg am Galgen, hat er seinen Tod gefunden. Aber vorher war er bei uns in der Arrestzelle hier im Burgturm. Das ist natürlich gut.
das Stichwort. Vielleicht kannst du uns mal einfach kurz erklären, wer das jetzt genau gewesen ist. Der Franz Truglauer? Ja, der war ein Räuberhauptmann, kann man so sagen. Es gab, also der hat sich erst einer Räubergruppe angeschlossen und hat dann selber seine Räuberbande noch gegründet. Da haben ja fast 150 Räuber dazugehört, mehrere Frauen und Kinder. Die haben schließlich auch den Bamberger Bischof beklaut, haben ihm seinen Bischofsstab gestohlen und solche Geschichten. Also der hat hier in unserer Gegend sein Unwesen getrieben. Das war ein Räuberhauptmann praktisch und der ist in Mantel geboren. Also zwischen Filsig und Weiden liegt dieses Mantel. Sonja, kannst du noch weiter in den Raum reingehen, wenn du möchtest, oder hast du Kabelende? Ich gehe noch weiter rein. Hier sollten nun die Bereiche in Fokus genommen werden, die für uns Untersuchungscharaktere aufgewiesen haben. Jetzt hat er dich. Jetzt bist du weiter weg. Oder? Ja, jetzt weiter weg. Ja, jetzt erkennt er dich. Okay. Rechts, links sieht man. Okay. Im Rittersaal, also Palas. Im oberen Bereich. Natürlich, natürlich haben wir auch ein Gespenst hier vorzuweisen, aber nicht so, wie sich vielleicht andere ein Gespenst vorstellen. Also hier ist mündlich überliefert, dass es ein kleines, graues Männlein war, ein ehemaliger Burgkastellan, der immer Mitternacht, zur Geisterstunde natürlich, nebenan im heutigen Kirberstrudel, das war früher der Palas, der Burgherr gewohnt hat, da ist am Mitternacht immer die Treppe runter gestampft, mehr oder weniger, und hat unten an der untersten Treppenstufe gescharrt. Und das haben die Felsig anscheinend beobachtet. Und das Gebäude war schon fast verfallen, es war so um 1700 rum. Später musste man es dann abreißen, weil es eben so in so einem schlechten Zustand war. Man hat es als einfaches Kastengebäude, als einfache Scheune mehr oder weniger wieder aufgebaut. Und leider war dann das Gespenst auch verschwunden, aber vielleicht finden sie heute die Ghost Hunter wieder. Ich bin gespannt. Burg Dagestein gehört halt zu den Burgen, die im Laufe der Jahrhunderte halt extrem verändert und um- und ausgebaut wurden. Wir sind jetzt auch nur in einem kleinen Teil dieser Anlage unterwegs, in dem ältesten Teil. Und es sind relativ wenige Räumlichkeiten letztlich, also halt eben hier der Tordurchgang über uns, die Kapelle und dann nach dort hinten hin anschließend. Gibt es noch den Pferdestall und darüber den Palas, also das ehemalige Wohn- bzw. Repräsentationsgebäude einer Burg. Das heißt, es ist relativ übersichtlich. Aber das muss ja deswegen nicht irgendwie abwertend gemeint sein, sondern es kann ja trotzdem bedeuten, dass wir hier noch etliches Interessantes erleben werden. Gut. Die Untersuchung sollte nun dort beginnen, wo anno dazumal auch Gefängnisbereiche und der Burgeingang der Burg gewesen sind.
Sit-in, oder? Ja. Ich habe jetzt einmal das Gefühl gehabt, dass da vorne ein Schatten durch ist. Ich wollte noch ein bisschen. Durchs Grid oder was? Ja, durch den Grid. Für die Sony bitte auf den Bereich achten. Kam jetzt schon zweimal durch visuell. Das Gefühl, dass ich Reden höre. Reden? Ja. Schon wieder? Ein größerer oder kleinerer? Jetzt war er ganz anders. Jetzt war er da oben hier so durch. Das gibt's doch gar nicht. Können das Insekten sein? Ja. Das wäre ein großes Insekt gewesen. Ja. Einem Augen, nicht durchs Ohr. Schon wieder. Immer wenn ich nicht hingucke. Ja, aber ich kann die ganze Zeit hinlaufen. Da. Ich bin doch nicht bescheuert, sag mal, das kann doch nicht wahr sein, aber ich habe ja dieses Thema, zeichnet es dann die ER auf? Nein. Micha? Tja, macht. Alles gut. Oh, guten Tag. Bleibt stehen. Nein. Ja, bewegt sich. Was bewegt sich? Seht ihr das nicht? Doch, jetzt habe ich es gerade gesehen. Hast du gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Um 21:34 Uhr. Wenn Sie sich jetzt fragen, was das Ganze hier heute Abend soll. Ganz einfach, wir wollen mit Ihnen mal quatschen, mal ein bisschen reden. Micha. Ich glaube sogar jetzt schon zwei, dreimal was gesehen zu haben. Jetzt, wenn Sie dafür verantwortlich sind, können Sie das bitte nochmal wiederholen, also quasi hier nochmal durch die Räumlichkeit laufen. Sich bemerkbar machen, bitte. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Nee. Ja, das habe ich gehört. Echt? Ja. Aus von außen kommt, oder? Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob vielleicht diese Jugendlichen da wieder irgendwo. Sollen wir mal schauen, ob die draußen sind? Ja. Ja, gehen wir gucken. Ich bitte gerade mal. Oder aus dem Bauch vor. Das könnte auch im Bauch gewesen sein. Bewegen. Vielleicht können sie auch durch ein Klopfen sich bemerkbar machen.
war Daniel. Daniel, nicht du, die Tote. Das ist alles Daniel. Also draußen ist niemand. Draußen ist niemand. Okay. Was war? Oh Gott. Das heißt, dieses bitte auf dem Diktiergerät genauer überprüfen. Das wollen wir nicht. Wenn ich es richtig wahrnehme, fragen Sie sich, was wollt ihr hier? So im bayerischen Dialekt, bin ich da auf dem richtigen Weg? Jetzt habe ich es wieder gesehen. Jetzt war es bei Vanessa. Wer sind Sie denn? Haben Sie hier gearbeitet, hier den Eingang bewacht? Das Barmesboot steht ja jetzt mit der roten Seite direkt auf den Platz, wo der Torwächter gestanden ist. Ist der Torwächter neben uns im Raum? Wenn das so wäre, würden Sie mal in meine Richtung kommen? Wo meine Stimme erklingt, das ist hier hinten. Ich komme jetzt quasi für Sie in die Burg rein. Hat hin und her, hast du gesehen? Mhm. Links, rechts. Kommen Sie doch mal bis zu mir bitte und dann laufen Sie einfach auf mich zu. Ist das möglich? Auch ich bin draußen. Verrichten Sie denn immer noch Ihre Arbeit hier? Klopfen, so hört sie roh. Mhm. Das war drücken, als wenn mir irgendwas am Buchen drücken will. Das kommt von meiner Richtung. Mhm. Sie gerade für das Geräusch verantwortlich, dieses Klopfen, ich mache es mal vor, waren Sie das? Vielleicht haben wir die Antenne, was Ihnen der Micha gerade gezeigt hat, berühren. Und das ist für uns sehr, sehr eindeutig. Auch Micha. Oder sind Sie vielleicht gar nicht der Torwächter, sondern jemand, der hier eingesperrt wurde? Sagt Ihnen denn der Name Troglauer etwas? Oder sind Sie vielleicht die Person selber? Da könnte gerade eine Bewegung hinter Daniel gewesen sein, sehr schnell, von links nach rechts. Was soll ich?
Aber Schatten für Klassen kann es nicht gewesen sein? Nee, ausgeschlossen. Okay. Das war hell. Was? Hell. Das war weiß. Okay. Das war kein dunkler Schatten. Geräusch von draußen. Das war die Tür. Das war kein Bauch. Das ist die Tür. Die sind die Jungen draußen. Sind die noch draußen? Quatsch. Hä? Was? Sind die noch draußen? Ja, jetzt wahrscheinlich sind sie draußen. Ich, du mal gucken. Also, wir sind nicht hier, um ihn zu schaden. Das sei versichert. Wir möchten nur ein bisschen was über sie erfahren. Können Sie so nett werden? Das war die Tür. Um mit uns zu sprechen, wären wir Ihnen sehr dankbar. Was, Daniel? Bitte? Was, da ist niemand? Da war jemand an der Tür oder etwas? Definitiv. Ja, ganz sicher. Sicher. Ganz sicher. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Da war niemand. Ja, gut, dann ist das ein Phänomen gewesen. Wir bitten Sie wirklich höflichst, mit uns zu kommunizieren, sich bemerkbar zu machen. Wir bitten Sie wirklich höflichst, mit uns zu kommunizieren, sich bemerkbar zu machen. Hier eingestiegen, es ist noch nicht mal richtig dunkel draußen und trotzdem hatten wir jetzt hier innerhalb des früheren Burgzuganges schon das ein oder andere Erlebnis, das wir uns jetzt tatsächlich auch noch nicht erklären können. Zum Beispiel waren dabei Schattenbewegungen hier durch dieses Lasergrid durch, das sich hier rechts von mir befindet. Wir hatten so ein paar Gefühle, dass Stimmen auch tatsächlich gegenwärtig waren, die wir aber auch jetzt live vor Ort gehört haben. Da müssen wir dann halt mal schauen, wie das dann letztlich in der Auswertung sich darstellen wird. Wir wissen halt, dass hier im Nebengebäude auch Jugendliche unterwegs waren. Aber Kontrollen haben da nichts gebracht. Also wir hatten einmal eine Situation tatsächlich, da hat jemand an der Tür, wie man an der Tür rütteln würde. Ne? Also ich hatte wirklich so das Gefühl, dass ich die Vibrationen der Tür fühlen konnte. Und bei Kontrolle war dann aber niemand draußen. Und das ist schon ein recht eindrückliches Phänomen, muss ich sagen. Also das ist schon etwas, das recht beeindruckend einfach ist. Also er ist auf jeden Fall schon mal spannend losgegangen hier. Wir haben wirklich jetzt Schatten gesehen, übers Lasergrid verschiedene Leute, auch den gleichen Schatten. Also es ist tatsächlich fast auszuschließen, dass es eine optische Täuschung war. Wir haben Stimmen gehört, Murmeln, haben direkt geschaut, können wir es irgendwie natürlich erklären. Da war aber so nichts, was das erklären könnte, tatsächlich. PU-technisch ist entschieden, dass wir unten quasi in diesem Bereich, wo früher der Torwächter seinen Job gemacht hat, da haben wir gesagt, da fangen wir an. Man sprach sogar anfangs, dass hier eventuell früher auch, Verlies- bzw. Gefängnisbereiche waren. Da sagt man wohl, dass hier auch Leute drin waren, die hier eingesperrt waren. Unter anderem vielleicht sogar der Herr Troglauer, von dem hier immer gesprochen wird. Für mich war es jetzt definitiv so, dass wir einfach diesen Lasergrid hier im Fokus haben. Und ich hatte ständig das Gefühl, dass jemand da durchhuscht. Ich weiß nicht, ob es eine IR aufzeichnet. Das wäre na klar super, aber da haben wir schon ja die Erfahrung gemacht, das muss nicht heißen, wenn man es selber sieht, dass es auch die Kamera dann aufzeichnet, was na klar mega schade ist. Aber also Anja konnte es bestätigen dann mal, auch Vanessa hat es gesehen und was na klar noch zu dem Ganzen dazukommt, was ja gerade Sonja auch angesprochen hat, dieses Stimmenphänomen hier vor Ort zu hören, dass wir dann dieses Jammern so, also das waren jetzt schon Dinge, die mich jetzt schon beeindruckt haben und das Diktiergerät hoffentlich auch jetzt aufgezeichnet hat.
Und ja, also ja, geht schon gut los. Jetzt schauen wir mal, was noch kommt. Geräte haben wir genug dabei, von dem her darf es ruhig weitergehen. Also ich fand es sehr interessant. Also ich habe mit weniger gerechnet, aber ich denke, hier sind gute Aufnahmen entstanden und ist einiges los. Flüstern haben wir wahrgenommen, dann eben so Poltern an der Tür. Also ich sage, Potenzial ist da. Das haben wir jetzt vor ein paar Jahren nicht feststellen können, das Ganze. Lassen wir uns überraschen, was der Abend noch bringt. Kurzen Pause teilten sich die Teams auf. Das Ghost Hunter Explorer Team führte die Untersuchung in der Kapelle und das Ghost Hunter Team Bavaria im ehemaligen Palast der Burg durch. Ich heute Abend hergekommen, um ein bisschen was über diese Burg und ihre Geschichte und ihre Bewohner zu erfahren. Ist denn irgendjemand hier auch mit uns in diesem Raum? Nein. Einmal klopfen ja, zweimal klopfen nein. Wir haben heute viel erfahren über die Burg. Können Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen? Haben Sie hier gearbeitet? Waren Sie hier für die Kirche tätig? Ich würde auch gerne ein Gebet mit Ihnen beten, wenn Sie das wünschen. Fang einfach mal an, dann können Sie es ja vielleicht weiterführen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Haben Sie auf der Burg gelebt? Bei uns, der mal hier in dieser Kapelle gebetet hat. Und da ist jemand hier, der dieser Gefangene gewesen ist, der von hier in den Kerker hinuntergelassen wurde. Thank you.
Irgendwas war Licht, gell? Ja. Von was war das jetzt? Was war das? Ist da keine... Nö. Hä? Hallo? Das war eine Lichtquelle, oder? Ja. Das war Licht, was da war. Wenn Sie das gemacht haben, können Sie das bitte nochmal wiederholen. Micha bewegt sich. Das jetzt blitzt, blitzt, blitzt. Den Blitz, Blitz, Blitz. Ja, ja, ja. Hier hinter mir war gerade irgendwie so ein Schmanzen oder so. Ja, da oben war dann dieses. Micha bewegt sich. Ich kann mich da nicht anlehnen. Ich denke immer, da krabbelt was. Micha bewegt sich. Ich kann mich da nicht anlehnen. Ich denke immer, da krabbelt was. Sind Sie eine Frau? Gefällt Ihnen denn, was die Menschen aus der Burg jetzt gemacht haben? Hier wurde ja allerlei umgebaut, alles anders gemacht. Sehen wir uns jemand mit hier uns denn anwesend, der uns ein bisschen was erzählen kann? Vielleicht eine Magd, die hier immer gefegt hat? Oder Diener? Die das Essen aufgetragen haben. Oder auch jemand, der hier gewohnt hat. In diesem Teil der Burg. Eine Frau. Oder ein Mann. Ja. Horoskop? Hm. Sind Sie diese Magdalena? Wenn das so wäre, würden Sie vielleicht mal noch näher zu mir kommen? So in meine Richtung, ich tue Ihnen nichts. Sie dürfen auch meine Hand nehmen, wenn Sie möchten. Sind Sie jemand, der hier gewohnt hat? Gehörten Sie zum Adel? Oder hatten Sie eine andere Berufung hier auf der Burg? Hm. Immer das gleiche Ablaufmuster. Mhm. Wobei er jetzt nicht das Flackern gemacht hat. Nee. Das war diesmal nicht dabei. Sie bitte nochmal ein anderes Zeichen uns geben, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie einmal ganz fest mit dem Fuß aufstampfen. Wäre das möglich? So. Konzentrieren Sie sich, versuchen Sie Ihre ganze Energie nur auf diese eine Bewegung zu lenken. Und dann stampfen Sie ganz fest auf mit dem Fuß. Oh, ich muss mich hinsetzen, ich habe gerade, Entschuldigung, so Kreuzschmerzen. Was jetzt von
Rad auf Eben. Ja. Magdalena, haben Sie Kreuzschmerzen, Rückenweh? Aber wie? Sind Sie vielleicht geschlagen worden? Merkt er mich ja Ihre Schmerzen? Hat man Sie mit dem Stock geprügelt? Dann waren Sie tatsächlich eine Magd? Würden Sie bitte den Micha mal wieder loslassen? Nehmen Sie ihm bitte mal diese Schmerzen wieder weg. Wir verstehen, dass es Ihnen hier ganz schlecht ging. Aber gehen Sie jetzt mal weg von Micha, bitte. Gehen Sie doch bitte mal in eine andere Richtung oder Sie kommen mal zu mir jetzt rüber und lassen Sie mal den Micha jetzt damit in Ruhe. Wir glauben Ihnen, dass Sie ganz fürchterliche Schmerzen hier hatten. Wird besser. Aber so heftig. Magdalena, kommen Sie bitte noch näher wieder zu mir. Entfernen Sie sich bitte von Micha. Kommen Sie wieder zu mir, bitte. Ich bin gerade links berührt worden. Okay. Und ich habe das Ding reingekriegt im Kopf. Dann verlassen Sie den Raum. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf mich gemünzt war oder auf uns allgemein, ich weiß es nicht. Ja, Pallas war jetzt so mal der Bereich, wo Sonja nicht allein waren. Anfangs war das für uns so richtig entspannt, relaxed. Klar konnten wir dann die Stimmen von den anderen hören, das konnten wir dann gut dokumentieren. Sonja ging dann aber dann in die Materie rein mit dieser Magdalena, mit dieser Magd. Und dann hatte ich schlagartig dieses Kreuzschmerzen, echt richtig, richtig heftig. Also wo ich gedacht habe, woher kommt das jetzt plötzlich? Sonja hat dann die Situation wahrgenommen, hat es dann auch aufgegriffen, hat auch gebeten darum, dass es aufhören soll. Das war aber irgendwie nicht der Fall. Es ging, man wurde dann wieder weg, schwächer, dann wieder besser. Dann habe ich mich hingesetzt, habe gedacht, vielleicht habe ich mich selber irgendwie verrenkt oder so. War aber nicht der Fall und es wurde auch definitiv nicht besser. Und ich hatte auch das Gefühl, links berührt worden zu sein. Und dann kam der Punkt, wo ich dann so diese Worte reinbekomme, dann geht oder geht aus dem Raum oder geht hier weg. Was wir denn jetzt eigentlich auch gemacht haben, das haben wir akzeptiert, haben jetzt quasi die Räumlichkeiten verlassen. Und jetzt sind wir hier eine Stockwerk tiefer. Hier geht es mir wieder pudelwohl. Da oben ist gerade für mich so nicht so happy. Also von dem her muss ich jetzt da nicht gerade nochmal hochgehen und ich glaube, aus der Situation rausgegangen zu sein. Ich hatte das jetzt schon seit langem nicht mehr, dass ich denn solche, ich sage jetzt mal, Emotionen reingekriegt habe. Und Sonja und ich haben da eigentlich ganz gut reagiert und haben einfach jetzt einfach gesagt, wir müssen raus aus der Situation und warten, was jetzt die anderen noch sozusagen erlebt haben, bevor es dann hier weitergeht. Sonja zog sich zurück und ließ den Raum nochmal auf sich wirken. Deine Kamera läuft ja mit, ne? Ja.
das wir einfach sehen. Hast du jetzt irgendwie eine Fragestellung oder Kommunikation auf Gleichung? Du bist nur da. Ich habe nur die Augen geschlossen und reingefühlt. Genau. Ich gehe nochmal raus, dass du wieder allein bleibst hier. Micha zieht sich zurück. Das war jetzt dreimal. Ja, das war jetzt dreimal. Hallo. Können Sie nochmal anfassen, bitte? Nur ganz kurz. Aufhören? Können Sie aufhören? Wieder anfassen? Bitte nochmal anfassen? Fassen Sie bitte zweimal an. Zweimal hintereinander. Eins, zwei. Das ist zweimal. Lass los. Dankeschön. Lass los. Lass mich mal. Können Sie noch das nochmal wiederholen? Danke. Das ist ja nicht normal. Dickes Ding. Das ist ja abartig. Das war wieder zweimal, danke. Nochmal. Hören Sie auf, bitte. Können Sie wieder aufhören damit? Woher? Hören Sie auf, bitte. Das Ding reagiert ja nur auf Berührung. Wen wollen Sie ärgern? Herr Sonja war ja nur da gesessen, dann hatte ich hier den Raum reingefühlt. Ne? Und dann ging es ja erst einmal, gell? Ja. Dann war Ruhe. Ja, dann warst du kurz hier. Dann bin ich raus und dann ging es wieder los, ne? Genau. Wir gehen jetzt raus, tschüss. Du interessierst uns gar nicht. Ich glaube schon, Sie mit Sonja. Abschließend blieben Sonja und Anja alleine im Burgtoreingangsbereich. Temperatur. Ja. Anstieg.
die Person, die so gerne mit dem Gegenstand gespielt hat. Aber auch jeder andere ist willkommen. Kommen Sie doch noch mal zu uns, bitte. Wenn keiner mehr was mit uns zu tun haben, oder sind Sie tatsächlich einfach jetzt zu erschöpft? Oder sind Sie gar jetzt gerade im Palast unterwegs und ärgern wieder den Micha? Oh, Stimme auf. Das hat sich doch bestimmt nicht geschickt, dass wir hier so rumstehen. Wir sollten doch sicher eher arbeiten. Oder ist Ihnen das einfach egal? Okay, scheinbar nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was es ist. Ich müsste schauen. Okay. Ich komme mal auf einen Meter ran. Achtung, nicht erschrecken. Ja. Spot. Bitte? Rampot. Nee. Können Sie dann wieder aufhören, bitte? Ich will mal kurz gucken. Ja, das war der Rampart. Also, dann waren wir an der Stelle stehen geblieben, bis wir Weibsbilder sind und Sie vielleicht nicht wollen, dass Sie hier sind. Ist das richtig? Können Sie uns das bestätigen, dass wir hier nichts zu suchen haben? Wollen Sie uns wegschicken? Also ich war zum Schluss nochmal mit der Anja dann im ehemaligen Eingangsgefängnis Kapellen-Bergfried-Bereich. Und da hatte ich ja da vorher diese Session mit dem Rampart. Das hat sich so nicht wiederholt. Allerdings kam es dann zu einem Intermezzo mit diesem Gerät, das ich nicht verstehe, deswegen gebe ich jetzt an Anja weiter. Also das ist im Prinzip ein Gerät, was vier Dinge auf einmal überwacht. Es zeigt an, wenn sich die Temperatur verändert, die man vorher einstellen kann, nach oben oder nach unten. Dann zeigt es an, wenn Vibrationen, also wenn man stampft oder so, zeigt es an. Dann ist ein Rampart drin verbaut und ein EMF-Meter, also elektromagnetische Feldstärken. Und dann ging auf einmal der Alarm für die Temperatur los. Und auf dem Display war da zu erkennen, dass die halt eben angestiegen ist. Kann natürlich erklärt werden, weil die Tür vorne auf war, dass eben warme Luft reingekommen ist. Möglich. Dann ging es weiter mit Rampart, der ist dann angegangen und nicht wieder ausgegangen. Und ja, EMF hat dann auch noch ausgeschlagen. Also drei von vier Dingen sind dann tatsächlich losgegangen und haben auch nicht mehr aufgehört. Ja. Und du hast gesagt, dass ihr es so noch nicht gehabt so habt. So kennen wir das nicht. Also Temperaturschwankungen, Alarm haben wir durchaus schon gehabt, was auch am ehesten sicherlich natürlich zu erklären ist. Aber dass der wirklich drei von vier Dingern so feuert, haben wir noch nicht erlebt. Zur gleichen Zeit, als Sonja und Anja agierten, haben Vanessa, Daniel und Micha nochmal den Palas aufgesucht. So, wir sind jetzt hier nochmal im Palas, weil ich nochmal testen möchte, ob ich den gleichen emotionstechnischen Geschichte nochmal reinkriege. Ich bin nochmal da. Und nicht, weil ich gerade ein Geräusch da vorne. Nicht, weil ich auf Schmerzen stehe, aber ich möchte wissen, ob du mir was zu sagen hast. Ich möchte dir die Möglichkeit geben,
uns hier nochmal was mitzuteilen. Hier ist Vanessa da, die dir vielleicht auch helfen kann. Ich kann parallel mal das Pendel mitlaufen lassen, das hier online macht. Ich erfrag einfach mit. Und ich möchte jetzt einfach nochmal wissen, ob die Magdalena, wenn du Magdalena heißt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass ich einen Namen habe. Bist du die Magd tatsächlich, die da mir vorher was vermittelt hat? Gehe ich richtig in der Annahme? Das habe ich nämlich vorher so das Gefühl gehabt, dass du jemand bist, der hier früher schon mies behandelt wurde, aber nicht als Magd, sondern als Gefangener. Hast du Schläge bekommen für das, was du getan hast? Hast du mir deine Schmerzen, die du damals empfunden hast, vermittelt? Also momentan merke ich wieder leichte Schmerzen im Kreuz. Bist du alleine hier? Ich kriege wieder die scheiß Kreuzschmerzen hier, verdammte Axt. Lass das bitte sein mit diesen Schmerzen, das ist nicht gut. Ich weiß ja, dass das... Warum möchtest du mir das vermitteln? Kein Fokus mehr, wenn ich ja... Wenn ihr diese Energie habt, mir diese Schmerzen zu vermitteln, dann spielen wir das Spielchen einfach jetzt mal weiter. Hier ist eine Antenne. Gehört? Vielleicht sogar gesehen, löst diese Antenne aus. Kreuzschmerzen werden gerade weniger. Löst die Antenne aus, dann weiß ich, kribbeln hinter mir. Dann löst die Antenne jetzt aus, ist ja die letzte Möglichkeit für den heutigen Abend, wenn ihr was zu mitteilen habt. Ja, wir haben uns jetzt ja nochmal gesplittet, das heißt, wir waren zu dritt nochmal im Palast oben, weil ich für mich nochmal rausfinden wollte, kommt es jetzt wieder mit diesen Kreuzschmerzen, ja, nein. Ich musste dann gleich sagen, ja, kam wieder, komischerweise echt zum gleichen Zeitpunkt da oben gewesen. Wir haben dann logischerweise ein bisschen diskreter gefragt, um was es sich da handelt. Vanessa hat dann da auch ein bisschen Feedback dazu gegeben, zu der Fragestellung. Also für mich war es definitiv interessant, was jetzt da oben abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Auf jeden Fall interessant gewesen. Die Empfindungen, also die Atmosphäre war ganz anders wie davor, wo wir oben waren, also das GHTB alleine. Und ja, der Geruch vom Weihrauch war irgendwie... Das war prägnant, das ja, haben wir alle drei, wo wir hochgekommen sind, gell? Ja. Also. Ich liebe ja Weihrauch nicht. Tatsächlich, ich habe so eine frische Tasche, die riecht nach Weihrauch. Mhm. Riechst du es? Riechst du Weihrauch? Mhm. Also ich jetzt halt den auch gerade gerochen, mhm. Haben wir vorher schon gehabt. Aber stark, oder? Ich finde es leicht. Das vorher hatte ich nicht so intensiv, weil ich hat das vorher auch getroffen. Dagestein ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass sich so langsam die These bestätigt, dass wenn man vor Ort relativ viel live erlebt, das Beispiel hat eben diese ganzen Schattensichtungen, aber auch EVPs, die man vor Ort gehört hat, also wenn so relativ viel Unruhe und relativ viel Action schon vor Ort ist, dass sich das dann in den seltensten Fällen technisch irgendwie abbilden lässt. Das haben wir schon ein paar Mal so gehabt tatsächlich. Also eigentlich ist das schon so eine
interne Regel, ja, wenn ganz wenig nur los ist und man denkt, ach Gott, war das langweilig, dann hat man ganz häufig ganz viel Material, dann aber hinten raus. Und hier war es halt wieder genau umgekehrt, nämlich ganz viel Erlebnisse vor Ort und dafür halt eben technisch abbildbar nur ein klitzekleiner Bruchteil davon. Also sehr interessant war auf jeden Fall für mich die Situation mit der Tür, weil das ist ja nicht nur dieses Geräusch, das man jetzt in der Dokumentation auch hört, sondern vor Ort stand für mich außer Frage, dass an dieser Tür auch gerüttelt wird. Ich konnte so fast die Vibrationen spüren von dieser Tür. Und das war die Tür. Das war genau. Das ist die Tür. Die Tür ist noch draußen. Das ist halt so ein Erlebnis, diese, ich weiß gar nicht, wie man das so nennen soll, das ist ja wie, als würde da reell jemand dran rütteln. Also ein ganz reelles, tatsächliches Geräusch, so ein Alltagsgeräusch eigentlich, ja, das dann aber halt eben einfach nicht logisch begründet werden kann. Und diese Phänomene, die hatten wir jetzt ein paar Mal, ja, wir hatten wir auf Schloss Portia beispielsweise, da hatten wir dieses Phänomen, dass es sich original so anhörte, als würde da jemand mit einem großen Schlüsselbund so quasi schütteln und dann die Tür aufschließen. Und das war so reell, dass wir auch dachten, jetzt kommt da jemand rein. Ja, oder auf der Area One hatten wir es halt, dass man einfach ganz klar gehört hat, da kommt ein Auto vorgefahren. Ja, man hat diesen Kies knirschen gehört und es stand völlig außer Frage für uns, da passiert jetzt was. Nur, es war halt einfach nichts da. Ja, und das sind halt eben so Phänomene, die sind so intensiv, die sind so unglaublich realistisch, dass man sich tatsächlich da nachher dann doch mal so fragt, Mensch, was war denn das jetzt eigentlich? Ja? Was für mich so hängen geblieben ist, was so Burg Dagestein angeht, war wirklich dieser Eingangs- oder ehemalige Burgeingangsbereich oder Gefängnisbereich, nennen wir es mal so, wo einfach mehrere Situationen passiert sind. Also dieses Stimmenphänomen, Geräuschphänomene, wo man diese Klopfgeräusche jetzt auch aufzeichnen konnten. Später die Ramport-Geschichte, was Sonja gerade angesprochen hat. Auch dann das Gerät von der GHTB, das dann noch reagiert hat. Das sind für mich so mehrere Puzzleteile, die einfach auf diese Location gerade da unten schon sehr prägnant waren für mich. So, wo ich sagen kann, okay, spannende Geschichte, hat alles zueinander gepasst. EVPs haben auch ein bisschen noch was rauskitzeln können. Dahergehend war das schon ein Punkt, der mir da schon in Erinnerung geblieben ist. Zweiter. Sie wirklich höflich mit uns zu kommunizieren, sich bemerkbar zu machen. Wir bitten Sie wirklich höflich mit uns zu kommunizieren, sich bemerkbar zu machen. Mit uns. Zweiter Punkt war definitiv die Geschichte im Palast, wo ich seit langer Zeit mal wieder emotionstechnisch was reingekriegt habe. Also Sonja bietet es noch quasi drum, zum sagen, ja komm, jetzt sammel mal deine Energie. Ja, und ich habe es abgekriegt. Also von dem her war das schon eine Nummer, wo ich mittlerweile sage, ich glaube, dass wenn man sich selber mal so auf seinen Körper hört oder beziehungsweise auch mal diese Technik ein bisschen außen vor lässt und sich mal auf seine eigenen ja, Sinnesgedanken einlässt, dass solche Phänomene oder ich nenne es jetzt einfach mal Phänomene, vielleicht auch tatsächlich stattfinden, dass man die selber wahrnimmt, ob das jetzt eine Berührung ist oder sonst irgendwas. In dem Fall waren es tierische Kreuzschmerzen, war nicht lustig, muss ich ehrlich sagen. Gibt es wohl auch, aber ich glaube, da sollte man einfach mal versuchen, auch mal die Technik, die um einen herum ja ist, die ganze Zeit, da mal ein bisschen auszublenden. Ich glaube, dann kommt man auf so ein Level wahrscheinlich irgendwie auch. Zum Thema der Jugendlichen, die ja noch vor Ort waren, hat auch Sonja schon ganz gut erklärt. Klar, wenn man weiß es ja selber, wenn man in der Gruppe irgendwo sitzt, dann unterhält man sich und dann ist mir ja nicht gleich, obwohl die ja gewusst haben, dass wir da sind, hat man am Anfang mal gedacht, komm, die spielen einen Streich hier oder sonst irgendwas. Den Gedanken hat man, na klar. Aber wir hatten das nicht kontinuierlich. Die sind ganz ruhig da gewesen. Man hat sie auch nicht nebendran reden gehört oder irgendwie lachen oder sonst irgendwie wie so Samstagabend-Party-Stimmung, das war da definitiv nicht. Also von dem her hat man immer wieder gehört, wie die ins Auto eingestiegen sind. Ja, auch dann weggefahren sind, da waren wir meistens auch vorne im Innenhof, aber dass wir jetzt darauf ziehen können, dass die für Phänomene Ursache sein können, da sind wir dann relativ
schnell für uns einig gewesen sein, dann hätte es eher kontinuierlich sein müssen, als nur mal so, jetzt sind wir mal ganz kurz wieder da, jetzt sind wir wieder 2 Stunden ruhig. Also das war für uns schon so diese Analyse, die wir uns für uns jetzt selber so einfach auf den Tisch gelegt haben. Die Einladung nach Bayern war natürlich für uns wieder eine coole Geschichte. Bayern waren wir schon lange nicht mehr, deswegen großen Dank an die GHCB, die gesagt haben, kommt mit uns mit zur Burg Dagestein. War eine tolle Sache, tolles Wochenende vor allem. Und auch, na klar, auch an die Leute, die quasi verantwortlich für die Burg sind, dass sie gesagt haben, ja, kommt vorbei, vielleicht findet ihr dieses scharrende Männchen nochmal. Haben wir leider nicht jetzt geschafft, aber dafür haben wir andere Dinge erlebt. Und dafür Dankeschön, dass wir da sein durften.